Das ist sicher Pamu. Der Mann stinkt nach Bier. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Manet. Das ist Pamu! Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster! Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Wir laden euch herzlich ein, unseren feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele Jahrhunderte beschützt hat. Ungefähr 5 Jahre, um genau zu sein. Die Kriegerin, der die 2 Himmel offen stehen. Sachmet, die Göttin des Gemetzels. Das Licht geht auf. Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Und Yamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber sind eure Herzen rein, wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos. Lasst den Kampf beginnen! Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet die Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet.
Isfet war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipuliert ihre Machtfarben. Ich hab auf Sachen mitgesetzt. Und ihr Kämpfer kann nicht verlieren. An den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal. Doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch die Tür. Das Chaos zurück! Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit! Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück! Und die Bayer ist ein guter Kämpfer! Ich hab ihn schon mal kämpfen sehen! Seht! Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet! Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit! Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück! Sachmets Macht führt deine Hand! Sachmet und welcher ist es? Sachmet! Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich! Die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yamu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts.
خيرو أني شسر في طبق تح إنيهم بنختي Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Was im Namen von Horus machen die Soldaten hier? Serapis, die Schlange bekommt eine Antwort. Das ist von mir! Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Ich finde ja, Farnas redet zu viel. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Oh.
Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah. Du bist bei, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Genau da. Hab etwas Vertrauen. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns, ohne Chemo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja.
Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Seh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Wer ist die Schlange? Das muss ich noch herausfinden. Im Palast muss es einen Hinweis geben. Such nach dem Siegel, das auf dem Brief war. Es ist zu gefährlich, das Versteck zu verlassen, solange Gennadios und seine Männer nach mir suchen.